Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin's, euer Henri, und wir schauen hier zusammen auf Hauptmann Sigurd von den Birchern von Helgum, dem Anführer des Söldnertrupps, der im Moment noch im Dienst steht von König Balder und den König Balder natürlich bestmöglich nutzen will. Ja, in der letzten Folge hier haben wir Bratheimer erobert. Das Herzogtum von Prenderlöck entsprechend gegründet, hier ein bisschen Ordnung reingebracht und haben jetzt einen neuen Vasallen, Herzog Njulguson von Prenderlöck. Und ja, damit ist Balder dem Ziel, hier die de jure Grenzen von Norwegen herzustellen, einen großen Schritt weitergekommen. Was tatsächlich nur noch fehlt, ist hier Jämtland. Und hier schauen wir mal, dieser Waffenstillstand dauert nur noch 23 Monate. Dann können wir oder eben auch hier unsere Vasallen den Krieg erklären. Und naja, sie hat da irgendwie Ansprüche, beziehungsweise das gehört zu ihrem Herzogtum. Und ja, er ist jetzt wirklich schwach, selbst wenn er alle Mannen beisammen hat. Ist er eigentlich kein Gegner? Also, ich hoffe, sagen wir mal, dass die gute Swanhild dann hier in 23 Monaten aktiv wird und Jämtland eben selber mit übernimmt. Ich meine, sie hat jetzt keine Ansprüche, aber sie kann ihn ja irgendwo, naja, ich sag mal, unterwerfen oder de jure mäßig hier das entsprechend erobern. Da sollte sie genug Möglichkeiten haben, genug Prestige und dergleichen hat sie auch. Also, das sollte alles gar kein Thema sein. Hoffentlich. Und wir haben dann hier oben noch, wenn wir uns das anschauen, Hålogaland. Hålogaland im Moment im Besitz von König Dhothar von Samisch. Und ja, der sich allerdings auch hier gerade im Krieg befindet mit einigen seiner Vasallen. Er ist da deutlich im Vorteil, wird diesen Krieg höchstwahrscheinlich gewinnen. Und ja, das ist neben Jämtland das Einzige, was noch fehlt für die Herstellung der de jure Grenzen hier vom Königreich Schweden beim großen Ziel von Balder. Ja, und da wir jetzt noch 6 Monate unsere Söldner haben und Balder die wird nutzen wollen, denke ich, wird er hier nicht geduldig warten, sondern im Gegenteil ungeduldig seinen Ehrgeiz frönen oder seine ehrgeizigen Ziele weiter verfolgen. Und ja, deswegen sollten wir hier dann König Dhothar, der selber auch ehrgeizig ist, den Krieg erklären. Und hier dann entsprechend gleich mal um ein ganzes Herzogtum, und zwar Hålogaland, was eben, wie gesagt, de jure zu Norwegen gehört. Er wird uns hier als weit unterlegen angezeigt, hat selber 2700 Mannen und dann nochmal einen kleinen Verbündeten. Also das sollte im Grunde kein Problem sein. Also werden wir hier den Krieg erklären. Und dann werden wir hier den alten Trick nochmal anwenden. Einmal Aufgebote organisieren lassen. Dann werden wir unseren Sammelpunkt nochmal verschieben. Und hier dann alle ausheben. Jetzt kriegen wir den Hinweis, dass der Vertrag bald abläuft. Das ist auch in Ordnung, beziehungsweise nicht weiter schlimm. So, die Armee steht. Und dann können wir hier losmarschieren. Tja, die Frage ist, wie oder in welcher Reihenfolge belagern wir hier am besten? Tja, wir sind jetzt auch mittlerweile schon so groß. Vielleicht sollten wir da tatsächlich zwei Armeen draus machen, um hier das Kriegsziel möglichst schnell auch ja, besetzen zu können. Was passiert denn, wenn wir einfach halbieren? Dann haben wir eine Armee, die deutlich besser belagern kann. Aber wir sind selber ja auch Belager. Vielleicht können wir das wieder wettmachen. Ja, das ist doch vielleicht nicht schlecht. Wir nehmen mal diese Armee mit Balder selbst an der Spitze und marschieren hier nach Bothin.
Oh, mit Zermürbung? Nein, dann machen wir das anders. Dann gehen wir einmal übers Wasser und einmal hier eine Belagerungsarmee, wenn man so will, die dann hier nach Naumadal marschiert und belagert. Und der Anstifter wurde entdeckt. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Gela Afvahnamo, eine Adlige aus Roskilde, schmiedet Ränke das Opfer unser Champion Thorolf. Jo, können wir da irgendwas mit ihr machen? Ach, das ist ja auch interessant. Das sehe ich auch das allererste Mal. Sie ist jetzt auch wandert, aber war sie mal Gräfin? Oder warum kann sie hier? Sie hat einen Kong. Kubinat, also. Jetzt überlege ich gerade, ob sie Konkubine war oder er. Aber auf jeden Fall ist sie hier auch des Ehebettes verwiesen worden. Um Gottes Willen. Ja, was können wir jetzt mit ihr machen? Gar nichts. Also das Ganze ist aufgedeckt und damit ist das Komplott aber auch beendet. So. Hier ist ein Ritter verbessert, unser Nachbar wird angegriffen. Religionskrieg, oh. Wir haben hier einen Katholiken und einen Religionskrieg um Orietje. Also hat er jetzt zwei Fronten. Auch nicht schlecht. Für uns, glaube ich, nur von Vorteil. So, hier wird belagert, 4 Monate. Das ist absolut in Ordnung. So, wir haben Swanhilde weiter beeinflusst. Tja. Und jetzt stehen hier ja die Mannen rum. Das wollen wir natürlich nicht. Dann fahren wir vielleicht oder segeln wir zuerst hier oben, hier jetzt zu kämpfen, oder? Na komm, segeln wir zuerst da oben hin. Ich habe jetzt wegen des Verschiffungsmalus ein bisschen vorsichtig sein. So, im Eifer der Schlacht, Oberhäuptling Skjalk hat mir alles über den Bereich Kampf gegen Ungläubige beigebracht. Meine letzte Prüfung ist eine Übungsschlacht gegen ihn, bei der ich zeigen soll, was ich gelernt habe. Formation vorbereiten. 65% Sieg oder nein, ich habe noch nicht alles verstanden, was Skjalk mir beigebracht hat. Nein, ungeduldig werden wir hier direkt schauen, dass wir erfolgreich sind. 65% Chance, das ist ja auch nicht schlecht. Ah, aber offensichtlich waren wir nicht erfolgreich. Vielleicht müsst ihr noch ein wenig lernen. Oberhäuptling Skalk reicht mir eine Hand und hilft mir aus dem Schlamm. Meine Truppen haben nicht gerade überzeugt. Ich muss zugeben, dass er wohl recht hatte. Also, dann werden wir das Ganze nochmal versuchen. So, 17 Monate, das ist natürlich schon was anderes. Und hier der nächste Krieg, ein Religionskrieg um Cambridgeshire, also hat auch Schweden auch dort noch. Wo sind wir hier? Besitztümer, das sind jetzt allerdings auch die letzten. Und hier greift noch jemand an. Jarl Birger von Wise greift Kleinkönig Hjalmar an. Ein Religionskrieg um Sevede. Ja, so langsam hier auch Religionskriege Katholiken gegen Herrscher asatruischen Glaubens. So, wir werden hier belagern, dann werden wir hier hochziehen, dann werden die schon ein bisschen was erreicht haben und dann. Ja, hier sitzt seine Armee, die kann uns aber nichts anhaben. Er belagert jetzt hier selber noch. Ja, das sind jetzt diese konkurrierenden Kriege. Aber jetzt ziehen sie ab. So, Naumdal Fylki haben wir jetzt schon mal belagert. Wenn wir jetzt hier hochmarschieren. Ja, weil wir das jetzt erobert haben, schaffen wir das ohne Zermürbung. Ja, dann müssen wir hier. Naja. Hat überlegt, ob Baldr hier ro voll rumtaktiert, aber. Ja, ungeduldig wird er jetzt mit seinen Mannen durchmarschieren, diese Schlacht führen, belagern. Das dauert ihm sonst alles zu lange. Und hier haben wir ein Druckmittel ausgelaufen. Ist auch nicht weiter schlimm. Auch wenn jetzt die echte Bergverteidigung ist.
Und der Söldnertrupp ist entlassen, damit müssen wir nochmal kurz draufschauen, aber immer noch ganz gut verteidigt. Elisabeth Bard ist bei uns. Sie hat einen Anspruch auf Sjelland. Schon 50. Ach, schaut mal, sie ist die Mutter von Balders Reichsgodin. Das ist ja auch spannend. Ach, wir haben hier noch jede Menge Gefangene. Ja. 11 Monate. Oh, und alle viel Geld wert. Alle viel Geld wert, was er leider nicht hat. So, was ist denn mit der Mechthild hier? Mit ihr können wir nichts anfangen. Ihr Mann, ein bayerischer. Tja, dann wird sie wohl mal wieder den Göttern geopfert. Schwupp. Tja, und hier müssen wir mal schauen, wer ist denn hier Erbe? Den Erben haben wir nicht gefangen genommen, aber ihn hier. Er ist der Nächste, weil er ein Junge ist. Dann werden wir ihn mal. Oh, 500! Hohoho. Tja. Sie hat aber auch keine Ansprüche. Sie ist verlobt. Ach, schade. Schade, schade. Und hier 125, 125 und hier 500. Nee, das ist mir zu weit weg. Dann werden wir hier mit der unbedeutendsten anfangen und hier mal das Lösegeld fordern. So, dann wird es hier jetzt gleich zu der Schlacht kommen. Das ist akzeptiert. Ja. Sind da ziemlich im Nachteil, aber die Masse macht's. Und hier jetzt sogar im Vorteil. Der nächste Ritter, Thorolf Averrost, verbessert. Damit haben wir sogar Schlachten. Jo, und jetzt ist es passiert. Jetzt ist hier der Waffenstillstand ausgelaufen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie zuschlägt. Also, sie hätte die absolute Überlegenheit und hoffen wir mal, dass sie da entsprechend reagiert. So, wo waren wir jetzt? Wir waren hier unterwegs auf dem Weg zur nächsten Belagerung. Ja, er hat hier nichts entgegenzusetzen, zumal er andere Kriege zu kämpfen hat. Also hier sieht es aus, als würde das Samische Königreich arg beschnitten werden hier im Süden und auch hier das Herzogtum von. Jetzt habe ich vergessen, wie es hieß. Wie hieß es? Harlogaland verlieren. So, ihr braucht noch 6 Monate. Ihr 8. Und das nächste Lösegeld. Noch einen Ritter verbessert. Schauen wir mal hier nach. Ja, er hat ja nichts, ne? 22. Ne, da muss er ein bisschen sparen. Da muss er ein bisschen sparen. Wenn wir relativ bald hier das Kriegsziel belagert haben, dann ziehen wir vielleicht Richtung Hauptstadt. Dann schauen wir mal, ob das vielleicht ausreicht. Oh, und Christina wird erwachsen. Und sie ist eine fähige Taktikerin. Sie ist bei uns am Hof. Genauso. Nee, er noch nicht, erst 13. Ja, das war ja nichts hier mit dem Bündnis. Das hatte er dann leider relativ schnell verloren. Naja, aber er hat hier zumindest einen Anspruch. Also vielleicht schauen wir mal, was daraus noch werden kann. Und jetzt geht es um den Eifer in der Schlacht. Wir werden es nochmal probieren hier gegen
Häuptling Skjalk die Übungsschlacht zu gewinnen. Also. Und schon wieder waren wir nicht erfolgreich. Also, nochmal. Und jetzt, euer Vasall erklärt einem anderen Reich den Krieg. Graf Johannes von Uvredalana wird angegriffen. Und zwar hier von Gräfin Güler von Wärmland, die eine Styr ist. Wie schaut's denn da aus? 1300 gegen 700. Er hat keine Verbündete. Das sollte relativ klar sein. Jo, und damit würde... Ich schau mal gerade, gibt's da nicht auch irgendwo... Ja, Bergslagen. Er hatte im Moment Bergslagen noch. Sie. Aber wenn das dann schwedisch ist, glaube ich, dürfte das auch übernommen werden können. Wenn das dann hier dann auch norwegisch ist. Hier warte ich eigentlich darauf, dass sie den Krieg erklärt. Aber gut. Warten wir es ab. Wobei abwarten jetzt nicht unbedingt eine Stärke ist von Baldr. Aber er ist ja gerade mit seinen Mannen hier unterwegs. So. Ja, und hier ist wieder das nächste. Jetzt ist wieder sein Sohn Herrscher. Ach, um Gottes Willen. Der nächste Tyranneikrieg beendet. Das ist da ein ewiges Hin und Her in Westgotland. Die Freundschaft von Herzogin Svanhild. Obgleich mir ihre zahlreichen Versuche, meine Gunst zu erschleichen, nicht entgangen sind, bin ich nicht sonderlich erbaut von ihrem plötzlichen Interesse an mir. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass die Absichten von Herzogin Svanhild nicht lauter sind. Aber sie hat doch ein gewisses Etwas. Wir nähern uns einer Freundschaft mit ihr. Warum kann sie mich nicht in Ruhe lassen oder ich möchte ihr Gesicht nie wieder sehen? Na, sie hat doch etwas und wir erwarten von ihr ja immerhin auch noch einen Krieg. Also warum sollten wir uns da ihr nicht annähern? Und sie gewinnt immerhin auch 20 Meinungen von uns. Warum wir deswegen Anspannung jetzt dazu bekommen, verstehe ich nicht ganz, aber gut. Also hier sind wir auch immer noch ein wenig beschäftigt. Scheint nicht klein zu sein hier die... So, wie sieht's denn jetzt aus? 10. Ach, Kollege. Sind die denn im Kerker oder sind die in Hausarrest? Ja, immerhin. Und ihr Verlobter? Ja, und hier der Krieg, den hat er verloren. Da war nicht anders zu. So, hier können wir Versorgung aufnehmen. Das ist sehr gut. Dann werden wir hier erstmal stehen bleiben. Und die Versorgung wieder erhöhen. Und dann so lange warten, bis hier das Ganze erledigt ist. Und dann ist auch hier die Belagerung gewonnen. Und jemand gefangen genommen. Der aber, wenn ich das auf den ersten Blick richtig sehe, nicht von besonderer Bedeutung ist. Ja, hier verlieren wir jetzt, weil wir wahrscheinlich ja, deutlich über der Versorgungsschwelle sind. So. Sie führen hier einen Krieg. Ach, jetzt sind die natürlich hier im Weg, sag ich mal. Können wir dann andere samische Gebiete hier dann entsprechend belagern. Wie ist denn die Versorgungsschwelle hier? 3800. Wobei Burgfestungsstufe 7. Eieieiei. Das ist auch nicht zu verachten. Da haben wir natürlich noch mehr Versorgung verlieren. Oder müssen wir hier einfach den konkurrierenden Krieg beseitigen? Er wird hier noch nichts annehmen, natürlich nicht. Ich bin gerade ein wenig am Überlegen.
wie wir jetzt hier am geschicktesten vorgehen. Vielleicht marschieren wir hier hoch. Ach, und der nächste Tyranneikrieg. Eieieiei. So, und wenn wir sie halbieren hier und eine Hälfte hier rüber schicken, könnt ihr dann vernünftig... Oh, hat ein Krieg gewonnen. Ja, den Tyranneikrieg, okay. Aber das... Na, schade, ich hatte gehofft, dass das die sind, die hier belagern. So, jetzt schauen wir erstmal, ob das hier aufgeht. Plus 20 im Monat. Ja, dann werden wir hier einen Moment warten. Versorgung weiter aufnehmen. Oh. Und hier ist ein Krieg. Ja, Haldora greift an. Ein Befreiungskrieg. Gegen... Oh, der ist schwach. Er ist schwach. Da wird sie wohl erfolgreich sein, fürchte ich. Was ist dann das Ergebnis? Naja, die Lehnsautorität wird verringert. Den autonomen Vasallen. Naja, gut. Also, das bleibt aber bestehen, das Jarltum oder Häuptlingstum da oben. So, gut, wir nehmen... Ah, wir können erstmal einen Vorzug wählen. Harte Herrschaft, Belagerung gegen Aufstände, Fraktionsmitgliedstärke, Schwelle für Vasallen, plus 20. Das ist doch, glaube ich, ganz gut. Das werden wir mal wählen, um hier die Herrschaft ein bisschen zu schützen. So, hier wird Versorgung aufgenommen. Und wir sind schon bei 150, 85... Nächster Waffenstillstand. Ach, die können auch Lösegeld einbringen. 10. Ja, dann machen wir das. Und du? Auch? Na. Na komm, nimm das an. Oh. Und. Hier ist der König gestorben. Er lag seinen Verletzung. Und es gibt einen neuen samischen König. Beivet von Samisch. Ja, ist nicht mal ein Sohn des Königs gewesen. Wieder auch irgendeine... Wahlnachfolge. Ja, Skandinavia-Wahl. Also. Damit ist er jetzt unser Kriegsgegner. Wie stark ist er denn? Auch nicht sonderlich. So, der Kriegsstand tickt für uns. Und wie sieht es hier aus? 4. Kollege, du hast einfach zu wenig Geld. Ja, und Jarl Birger hat einen Religionskrieg hier gewonnen. Und damit wird Weiss deutlich, deutlich größer. Und ist hier ein nicht zu vernachlässigendes katholisches Jarltum hier in Skandinavien. Ich bin mal gespannt. So, jetzt sind wir hier... Ach, jetzt verlieren wir hier Versorgung, weil die Schwelle nicht mehr ausreicht. Ja, kommt. Dann hat jetzt unser Balder hier keine Lust mehr zu warten, zieht seine Armee zusammen und wird dann entsprechend schauen. Oh, Champions einladen. Ja, ich glaube, das ist eine Sache auf jeden Fall und jederzeit. So, kommt ran.
oder Balder wird selber führen und wird jetzt hier den Marsch befehlen in Richtung Jokmok auf die Hauptstadt des Samischen Königreiches, um diesem Krieg hier ein Ende zu setzen, auch wenn wir hier jede Menge konkurrierend Kriege haben, in der Hoffnung, dass uns da keiner allzu sehr in die Parade fährt. Gut, das schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Und wenn Balder dann erfolgreich wird, dann hat er sein Ziel erreicht, die Jure-Grenzen des Königreiches Norwegen, zumindest hier in Skandinavien, herzustellen. Es gibt dann noch ein paar, naja, zugegeben aber eher unbedeutende Inseln, die hier im Moment noch zu Alba gehören. Oder eben tatsächlich auch Island, wo wir aber tatsächlich diplomatisch gar nichts machen können, weil es zu weit weg ist. Ja, aber das, wie gesagt, werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit am Start seid und mit dabei bleibt. Bis dahin, macht's gut, euer Henri.